Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing, Coaching und Consulting Services und Experte für Neukundengewinnung B2B in der IT-Branche. Und heute bearbeiten wir mal ganz kurz und frisch das Thema hochpreisig B2B-Kunden online gewinnen. Denn da kursieren ja so einige Meinungen und Videos und Informationen im Internet. Und da ich letztendlich schon seit vielen, vielen Jahren nichts anderes mache, tagtäglich, und habe ich mir erlaubt, mal dieses Video hier zu machen, um vielleicht mal den einen oder anderen auf die richtige Fährte zu lenken. Ja, grundsätzlich schauen wir uns an in diesem Video, ist es überhaupt möglich, hochpreisig im B2B-Kunden online zu gewinnen? Das heißt, wir haben hier schon mal zwei Herausforderungen. Zum einen hochpreisig, zum zweiten B2B-Kunden, nur gleich vorweg. Für diejenigen, wo sozusagen B2B, die B2B-Welt noch fremd ist, wo, sagen wir mal, im B2C, alles was hochpreisig, im, sagen wir mal, okay, da, wo, wenn du zum Beispiel aus der ganzen Coaching- und Consulting-Szene kommst, ja, und die sprechen davon hochpreisig und die sprechen davon, einen Kunden abschließen mit 5.000 Euro ist hochpreisig, ne? Das ist in der B2B-Welt, existiert dieser Preis kaum. Ja, das heißt, dort gibt es kaum Produkte oder Dienstleistungen, die so günstig sind, in Anführungsstrichen. B2B ist was völlig anderes als B2C. Viele, ja, Jünglinge auch verwechseln das leider immer wieder, die einfach neu in diese Welten reinkommen. B2B, hochpreisig, das sind Produkte und Dienstleistungen, die, sagen wir mal, im Durchschnitt hoch sechsstellig oder vielleicht sogar siebenstellig sind, im Schnitt. Ja, also wir reden hier von 500.000 Euro, 52.000 Euro, beziehungsweise je nachdem, von welchen Produkten und Dienstleistungen wir jetzt ganz genau reden, 1 Million bis 2-3 Millionen Euro als durchschnittlicher Kundenwert. Das ist hochpreisig im B2B. Also, das nur mal kurz vorweg für diejenigen, für die, die sich vielleicht noch ganz etwas neu in diesem Bereich B2B, tatsächlich im B2B, also nicht so, sagen wir mal, Handyverträge verkaufen für ein paar hundert Euro, sich noch nicht, noch keine Erfahrungen gesammelt haben. Und darüber reden wir jetzt. Ja, das schauen wir einfach mal ganz kurz an, wie das so läuft. Ja, im B2B muss man einfach grundsätzlich verstehen, wie auch in jedem anderen Segment, die Entscheiderstrukturen, also sagen wir mal, wenn du jetzt Produkte und Dienstleistungen hast für ein paar hundert oder ein paar tausend Euro, dann sind natürlich die Entscheiderstrukturen wesentlich weniger komplex, eigentlich zwingend logisch und völlig normal, als wie für Produkte und Dienstleistungen mit mehreren für mehrere hunderttausend Euro beziehungsweise Millionen Euro. Das heißt, hier bei solchen Hausnummern ist es häufig so, dass wir hier teilweise bis zu ein Dutzend unterschiedlicher Personen überzeugen müssen. Einige haben mehr zu sagen, andere weniger, aber in der Summe haben dann doch alle irgendwie was zu sagen. Und es ist auch schon nicht selten vorgekommen, dass letztendlich ein Top-Entscheider überzeugt wurde von einigen mehreren Leuten, etwas zu kaufen oder nicht zu kaufen, die individuell eigentlich gar nicht so viel zu sagen haben im Unternehmen, aber in der Summe eben eine Gruppe von Influencern, sozusagen ein sogenanntes Projektteam, bilden, die häufig dann auch diejenigen sind, die mit dem Ganzen dann auch umgehen müssen. Das heißt, die Produkte, Dienstleistungen einführen, umsetzen, implementieren, nutzen. Und deswegen hören da häufig die Top-Entscheider auch ganz genau auf das, was seine Mitarbeiter dort sagen. Und da muss man sich einfach auch mal über die Engpässe nochmal Gedanken machen, denn das ist auch nochmal ein bisschen was anderes als wie im B2C oder sagen wir mal im loweren B2B. Also Probleme verstehen, das ist das Allerwichtigste. Wenn du nicht Probleme verstehst, nur dann kannst du natürlich auch die entsprechende Lösung verkaufen. Das heißt, erstens mal, diese Top-Entscheider haben ein Information Overload. Also, ja, die haben teilweise keine Zeit mehr, ihre E-Mails zu lesen.
Ja, selbst die wichtigen teilweise vergessen sie. Ja, also, das ist die Realität. Dann Zeitmangel. Ja, das ist natürlich daraus resultierend, dass die so einen Information Overload haben und auch ein Entscheider, egal wo er angesiedelt ist, ist nur ein Mensch mit 24 Stunden am Tag. Diese 24 Stunden hat jeder Mensch gleichermaßen zur Verfügung. Ja, ob das jetzt mittleres Management ist, gehobenes Management, C-Level oder nur ein Mitarbeiter, ein Junior oder ein Praktikant. Und das ist das vielleicht der größte Engpass überhaupt. Daraus folgend Priorisierung. Ein Entscheider, ein Top-Entscheider ist gezwungen, knallhart zu priorisieren. Und häufig, sag mal, zum Beispiel auch Entscheider mittleren Managements oder auch Entscheider, die direkt dem Aufsichtsrat oder dem C-Level unterstellt sind, mit, sag mal, neuen Rollen wie zum Beispiel Digitalisierung, Automatisierung etc., haben absolut Schwierigkeiten, richtig zu priorisieren, weil sie einfach in Dingen, in Welten sich bewegen, die sie überhaupt noch gar nicht kennen, die noch völlig neu für sie sind. Also das sind so die Hauptengpässe. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Wenn dich dafür interessierst, einfach mal in Kontakt treten oder meiner Akademie beitreten. Dann, das müssen wir erstmal verstanden haben. Da müssen wir verstanden haben, wie denn so ein Funnel, so ein Verkaufstrichter B2B, hochpreisig, wohlgemerkt, B2B, denn stattfinden könnte. Und natürlich ist Online-Marketing eine ganz wichtige Komponente. Aber was hier wir im hochpreisigen B2B-Segment sich absolut und im Wesentlichen unterscheidet von Online-Marketing dort zu allem anderen Online-Marketing, sprich Online-Marketing für Produkte bis zu 20.000, 25.000 Euro, das ist im B2B noch nicht hochpreisig. Absolut nicht. Das ist absolutes Basis. Ja, absolut Basis, Preise oder sagen wir mal Customer Wert, müssen wir verstehen, dass wir grundsätzlich mit einer großen Kontroverse zu tun haben. Das heißt, es ist normalerweise so aufgebaut, jetzt total vereinfacht, damit es auch wirklich hier so einfach wie nur irgendwie möglich hier rüberkommt. Natürlich gibt es hier eine ganz, also wesentlich komplexere Entscheiderstrukturen als wie diese Pyramide hier. Völlig, völlig normal. Ja. Wir haben oben den C-Level, das sind also die Top-Manager. Also die Top der Top, also sozusagen in den größeren Firmen AGs sind es die Voraufsichtsräte und in den GmbHs und KKGs und so weiter sind es die CIOs und CEOs und CDOs und so weiter, also C-Level. Dann haben wir darunter zusammengefasst Abteilungs- und Bereichsleiter-Level. Ja, also das sind ganz viele da rein, vielleicht noch Teamleiter und so weiter. Dann unten ganz große Basis, das sind die Mitarbeiter, das sind meinetwegen Senior-Mitarbeiter, auch vielleicht Mitarbeiter aus Fachabteilungen, Experten, Administratoren, Backoffice, Frontoffice, Produktmanager, Kundenbetreuer, was auch immer, irgendwie mit dem, was du oben verkaufen willst, zu tun haben. Also die nutzen das, die müssen damit dann zurechtkommen, die müssen da ja sozusagen auch, wenn Produkttests stattfinden und so weiter, werden die damit einbezogen. Ja, egal was es ist, ob du Software programmierst oder sonst was einführst. Und das müssen wir mal verstanden haben, wie hier sozusagen die Engpass-Situation ist. Die ist nämlich genau kontrovers. Die ist nämlich so, dass wir sagen, desto weiter wir runtergehen, desto mehr Zeit haben wir und desto weniger Geld. Desto weiter wir hochgehen in dieser Pyramide, desto weniger Zeit haben wir und desto mehr Geld. Das heißt, die Mitarbeiter, die auch häufig so zum Beispiel auch mal in deinem Webinar sich anmelden oder sich was von dir runterladen auf deiner Webseite, sozusagen all deine Online-Marketing-Touchpoints, die du dir erarbeitet hast mit deinem Budget fürs Online-Marketing, all diejenigen, die diese Touchpoints wahrnehmen werden und die du hier bekommst als Ansprechpartner oder dessen Kontaktdaten im besten Fall, wenn du Glück hast, ja, das sind all diejenigen, die viel Zeit haben. Warum? Ja, weil natürlich ein C-Level, ein Abteilungsleiter, vielleicht noch schon etwas weniger, ein C-Level garantiert so gut wie nie Zeit hat, sich irgendwie was bei dir runterzuladen, was zu recherchieren, in Google zu gehen, in YouTube zu gehen, in Facebook zu gehen, in LinkedIn zu gehen oder irgendwo ein Webinar teilzunehmen, noch besser, ja, irgendwie für 60 Minuten sich frei zu machen, um da irgendwelche Webinare anzugucken,
Rein vom Titel her müsste er sich ja sozusagen bei 5, 6, 7, 10 verschiedenen Webinaren anmelden, weil er nicht genau weiß, ist es jetzt wirklich das Webinar, das ich haben will? Ja, manchmal versprechen die Titel auch was anderes, was dann im Webinar ist. Das heißt, im äußersten Fall hast du, sagen wir mal, von 100 verschiedenen Webinarteilnehmern hast du, sagen wir mal, ein Drittel, kannst du sofort in die Tonne hauen. Ein weiteres Drittel musst du dir genau anschauen. Und dann ein drittes Drittel, wo du, sagen wir mal, mit dem du arbeiten kannst, wo es sich lohnt, nachzutelefonieren. Jetzt kommen wir eben wieder zur Telefonakquise und da stellt sich auch schon heraus, wie wichtig das Ganze ist. Wenn wir uns mal anschauen, das heißt, und selbst bei dem Drittel, das dir übrig bleibt aus der Pipeline, die du dir sozusagen erstellt hast über dein Online-Marketing, selbst da hast du dann in der Regel zu 90% vom dritten Level, also vom Mitarbeiterlevel, na, von der Fundament, weil die diese Zeit haben. Und warum haben die diese Zeit? Weil sie nicht das Geld haben. Also das heißt, du musst dich hier wieder von unten nach oben arbeiten, als würdest du theoretisch grundsätzlich reine Kaltakquise gemacht haben. Ja, ohne Webinar, ohne die Touchpoints, Online-Marketing-Touchpoints. Und das ist so wichtig zu verstehen, denn es gibt hier, there is no easy way ohne solide Kaltakquise, Telefonakquise in dem Sinn, ein bisschen angewärmte Telefonakquise, nicht mehr so ganz kalt. Von Leuten, die das wissen, wie sie vorgehen, wie sie dann auch wieder von hier unten bis rauf und bis ganz rauf kommen. Ja? Das heißt, die Prozesse und die Skills und das Skillset, ja, die Fähigkeiten der Telefonakquise, der Prozesse, der telefonischen Vertriebsmannschaft, die du hoffentlich hast, und wenn nicht, melde dich bei mir, ja, bei uns, dann die bleiben hier etwas in etwa gleich, nur mit dem einzigen Unterschied, dass du, sagen wir mal, als Einstieg den Online-Marketing-Touchpoint hast. Ne? So zum Beispiel, ja, sie haben sich doch hier eingetragen, sie hatten doch hier den Download, sie haben sich doch hier für das Webinar angemeldet und so weiter. Wohl wissend, dass von den 30%, von denen wir jetzt die ganze Zeit sprechen, die es sich lohnt anzurufen, wiederum ungefähr die Hälfte, manchmal sogar mehr wie die Hälfte, 60%, so ungefähr unsere Statistiken, nicht die Zeit hatten, sich das Zeug überhaupt reinzuziehen. Sprich, das White Paper überhaupt zu lesen, ja, oder sich das Webinar überhaupt anzuschauen oder zur Gänze anzuschauen. Das heißt, auch hier haben wir in der Regel, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch wieder ein Verhältnis von 1 zu 3. Ja, also 50-50 war jetzt vielleicht sogar ein bisschen optimistisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, wir haben dann letztendlich ein Drittel vom Drittel, die sich das eigentlich reingezogen haben, was sie da sozusagen, wo du dir sozusagen in deiner Online-Marketing, in deinem Online-Marketing-Funnel hier angeboten hast als hochwertigen qualitativen Content. Und mit dem kannst du dann auch arbeiten, aber nur wohl wissend, das sind eben letztendlich 30% von 30% sind halt dann, ja, was ist es jetzt genau für eine Prozentzahl? Ich habe jetzt gerade keinen Taschenrechner da. Ja, scheißegal. 30% von 30%. Ja, sind dann halt unterm Strich nur 20% oder sowas. Und dann haben wir ungefähr eine Conversion-Rate von, ja, Kontakten von, sagen wir, 20%, und damit können wir auch arbeiten. Aber ich wollte damit nur sagen, dass letztendlich ohne Telefongespräche, ja, und selbst wenn hier die Mitarbeiter, die hier zum Beispiel die Kontaktdaten über die Online-Touchpoints hinterlassen haben, selbst wenn die dann richtig waren, bedeutet es immer noch nicht, dass, wenn du die anrufst, dass die auch gerade Zeit für dich haben. Also, das ist ja einen kleinen Vorteil, den du nur arbeitest, das möchte ich abschließend nur sagen. Über deine Online-Marketing-Touchpoints, die Basis, sagen wir 80, 90% der Arbeit liegt und des Erfolges deines Vertriebsfunnels im hochpreisigen B2B-Segment liegt nach wie vor in der Telefonakquise. Ja, also das nur mal so, darum soll es ja gehen in dem Video, denn es gibt halt unheimlich viel, ja, Material da draußen und Agenturen und ganz tolle Informationen, wie du jetzt alles vollautomatisierst und so weiter und so weiter. Und das gilt vielleicht für, ja, wenn du halt, wie gesagt, Handyverträge verkaufst, und selbst da gibt es ganze Legionen an Telemarketer,
Ja, ich weiß zumindest, ich weiß zum Beispiel ungefähr die Zahl, wie viel allein Vodafone an Telefonisten immer zum Jahresende einstellt, nur damit hier wieder die Vertragsverlängerungen stattfinden und jetzt für das Thema G5 und so weiter. Also das sind ganze Heerscharen und das wird ja nicht ohne Grund der Fall gewesen sein. Und das ist letztendlich auch im hochpreisigen B2B-Segment, da muss man natürlich wesentlich qualifiziertere Leute hinsetzen. Denn hier wird es ein bisschen komplexer bei Lösungen, die halt 1 Million Euro kosten, als wir jetzt bei Handyverträgen, ist auch klar. Also, wir schauen mal weiter. Wir haben gelernt. Achso, hier hatte ich noch ein Wort, habe ich ganz vergessen. Vertrauensaufbau. Natürlich auch hier, wie komme ich jetzt dann letztendlich von unten, von denjenigen, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise eventuell zu 20% Online-Marketing-Material konsumiert haben, wie komme ich dann eben rauf? Auch wieder über das Thema Vertrauensaufbau. Es ist letztendlich wieder genau der gleiche Prozess, als wenn wir reine Kaltakquise machen würden. Also, wie baue ich Vertrauen auf? Der Kunde kennt dich nicht. Ja, der Kunde kennt dich und deine Firma nicht. Das haben wir damit so jetzt zum Beispiel mal, ja, das haben wir damit vorweggenommen. Ja, also, das haben wir damit ausgeklammert mit den Online-Geschichten jetzt gerade. Er kennt dein Angebot nicht. Das ist trotzdem häufig noch der Fall. Ja, also selbst wenn sich jemand online, sagen wir, irgendwie auf deine Webinare gestoßen ist oder deine Whitepaper runtergeladen hat, ja, dann ist einfach die Erfahrung aus tausenden von Gesprächen, die wir hatten in den letzten Jahren, dass sie trotzdem immer noch nicht richtig wissen, was eigentlich dein Angebot ist. Ja, also das bleibt noch bestehen. Und was gibt's noch? Seine Zeit ist kostbar, das hatten wir schon. Er wird bereits mit einer starken Frequenz von anderen Verkäufern angerufen. Das hatten wir, ja, Information Overload. Und auch das kannst du sozusagen über die Online-Touchpoints, kannst du sozusagen mit dem zusätzlichen, ja, Aufhänger, na, sie hatten doch hier Interesse gezeigt, ne? Kannst du das manchmal ein bisschen besser sozusagen glätten? Ja, die Tatsache, dass er eben von 20 Leuten angerufen wird, aber halt nur von zwei von den 20 Leuten, die sozusagen von Firmen sind, vielleicht eventuell, wo er schon einen Touchpoint hatte, wo er sozusagen mal sich was, ja, ein Webinar runter, also angeschaut hat. Fazit, du musst erstmal Vertrauen aufbauen, das Eis brechen, dich von der Masse abheben. Du hast maximal 30 Sekunden Zeit. Manchmal hast du ein paar Sekunden auch mehr Zeit, manchmal auch 60. Ja? Letztendlich musst du, und deswegen hier auch dieses Bild, ein Bild spricht mehr wie 1000 Worte, wie auch in der reinen Kaltakquise, selbst wenn du hier online 1 Million Euro für Online-Marketing ausgibst, im hochpreisigen B2B-Segment ganz besonders, musst du letztendlich immer, bevor es zu irgendwelchen Abschlüssen kommt, ja, die Personen, die Interessenten aus der digitalen Welt herausholen, Vertrauen aufbauen, ins persönliche Gespräch hinein. Das ist erstmal telefonisch. Oder auch ganz schnell über Teams oder einfach über eine Web-Session, dann sieht man sich halt, ja, aktuell wegen Corona vielleicht weniger vor Ort, aber auch vor Ort, ja, das ist absolut nach wie vor, hat sich dann nichts geändert, ja, trotz aller Digitalisierung und Automatisierung, die wir auch im Marketing seit Jahren schon sehen. Also, wenn dich das Ganze interessiert oder mehr Infos mal haben willst, schau einfach bei meiner Akademie vorbei, schau einfach unter. Ich habe hier so viele Videos. Abonniere den Kanal, gib dem Video einen Daumen hoch, wenn du mehr dieser Art Videos willst. Und dann, wenn du, sagen wir mal, jetzt irgendwie, ja, sagen wir mal, auch erkannt haben solltest, wie wichtig Telefonakquise ist und brauchst du vielleicht noch ein paar Tipps oder Unterstützung, dann melde dich einfach bei uns. Ruf uns einfach an und wir chatten mal für 15 Minuten. Und schauen, was wir da machen können und wie wir uns unterstützen können. Ja, freut mich, dass du wieder mit dabei warst bei diesem Video und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Wie gesagt, abonniere einfach den Kanal und dann verpasst du auch keine Videos. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss. Happy Hunting, dein Thomas Klein.